Ich habe auf einer deutschen Autobahn versucht, eine Raststätte zu finden, die nach 20 Uhr auf hat. Und da hieß es, und zwar an der A9. Das ist eine Hauptstrecke. Ist nicht schon seit 3 Jahren so. So ist das hier alles. Hier geht es so den Bach runter. In Berlin, an diesem tollen Flughafen mit seinen überteuerten Kosten, seinem Delay, bis er gebaut wurde. Es gab keine Treppe und es gab keinen Bus. Und am Ende, als mein Gepäckband nicht kam, ich an den Mietwagenstand wollte, um mein Auto zu mieten auf einem internationalen Flughafen, hatte das zu. Es hatte zu. In Deutschland. Und dann hieß es, als ich das upgraden wollte bei Sixt, das können wir nicht upgraden. Hier geht nichts mehr. Und was ist denn das, Herr Blome? Das ist fucking Faschismus. Ich bin mal gespannt, wie lange du dein Bankkonto noch hast. Verstehst du? Da werde ich langsam sauer. Und dann sagen die, das ist die Aufarbeitung. Täter unter sich um 1700%. Hey, es geht um die Nebenwirkung. Und wer das bestreitet, ist einfach nur ein Arsch.